Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Waffenvideo auf meinem Kanal Johnny Fuß. Heute will ich mal wieder mit der HDP 50 ballern und das aus gegebenen Anlass, denn ich habe neue Munition bekommen. Wir fangen erstmal an hier mit diesen Geschossen. Killer Spikes Kaliber 50 kann ich aber leider dennoch nicht mit der HDP 50 verschießen, sondern die sind dann für den Revolver. Den Revolver, den habe ich leider nicht mehr. Muss ich mir demnächst einen neuen besorgen, denn schaut euch mal diese Geschosse an. Die sehen wirklich schon sehr heftig aus. Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, was für einen Schaden die anrichten. Die werden wir in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal testen. Ansonsten hier Aluminium Balls, 2,8 Gramm. Die Kugel auch Kaliber 50. Schaut euch das an, Freunde. Richtig schöne Metallkugeln. Normalerweise haben wir ja hier mit diesen Kunststoffkugeln geschossen, aber ich glaube, die hier, die haben viel mehr Durchschlagskraft. Naja, jedenfalls werden wir das heute herausfinden. Die kann ich nämlich mit der HDP 50 verschießen. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Hier haben wir die Aluminium Balls auch nochmal im Kaliber 68. Alter, sind das dicke Dinger. Richtig geil. Die sind dann für die Shotgun. Meine Shotgun, die funktioniert aktuell leider nicht. Muss ich noch reparieren. Und ansonsten haben wir hier auch nochmal im Kaliber 50 und auch im Kaliber 68 etwas andere Metallgeschosse. Schaut euch die Dinger mal an. Das würde mich auch wirklich sehr interessieren, was für einen Schaden die anrichten. Aber werden wir auch ein anderes Mal testen. Und hier, ich zeige euch nochmal die großen, die dicken. Wow, schaut euch das an, Freunde. Ich glaube, die sind auch wirklich sehr durchschlagskräftig. Aber naja, heute die Aluminium Balls. Ich würde sagen, wir verlieren auch keine Zeit mehr. Gehen sofort raus und dann machen wir den ersten Schusstest. Let's go. Schaut euch das an, ist schon alles aufgebaut. Zeige ich euch gleich mal etwas näher. Aber erstmal stecken wir hier eine schöne CO2-Kartusche rein. Die habe ich in meiner Hosentasche gehabt, damit die ein bisschen aufgewärmt ist. Ist zu empfehlen bei diesen Temperaturen. Komm, dann nehmen wir als allererstes die Metallkugeln. Ich mache das Magazin voll und dann gucken wir mal, was für einen Schaden die anrichten. Aufgestellt habe ich hier insgesamt 5 Tetra-Packs. Das ganze Zeug ist ja auch abgelaufen. Macht euch keine Sorgen, Freunde. Dahinter habe ich hier nochmal den Sack gestellt, damit die Kugeln ja ganz sanft abprallen. So sind wir zum einen auf der sicheren Seite und die Kugeln auch. Also die Kugeln sollten da nicht kaputt gehen. Und ich kann die im besten Fall wieder aufsammeln und nochmal verwenden. Okay. Auch noch ganz wichtig, Schutzbrille. So. Ich schieße aus nächster Nähe, damit ich ja schön treffe und wir dann sehen können, durch wie viele Packungen ich geschossen habe. Auf die Plätze, fertig. Alter, was war das denn hier für ein Schuss? Hab hier nur den Deckel getroffen, den hat es komplett weggefetzt. Ansonsten die Kugel, die müsste hier irgendwo liegen. Aber bei dem Schnee die Kugel zu finden, ja, das wird auch eine Meisterleistung. Boah, ich glaube, ich bin schon ein bisschen außer Übung. Jetzt aber. Jawohl, das war schon ein etwas besserer Treffer, aber ich war echt nah dran. Wenn ich da jetzt verfehlt hätte, da wäre das schon echt unangenehm gewesen. Erstes Tetrapack komplett durchgeschossen, da könnt ihr sehen. Zweite Tetrapack auch komplett durchgeschossen und beim dritten ist die Kugel eingedrungen, aber nicht mehr rausgekommen. Das bedeutet, die müsste noch da drin stecken. Wow, kein schlechtes Ergebnis. Jetzt der direkte Vergleich. Wir nehmen uns hier so ein blaues Kunststoffgeschoss, also ein Gummigeschoss und dann gucken wir mal, ob es auch durch 2,5 Tetrapacks ballern kann, aber ich vermute nicht. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt. Dritter Schuss für heute. Wir legen los, Freunde. Auf die Plätze, fertig. Oh. Oh. Ich glaube, das müssen wir nochmal wiederholen, denn ich habe nicht so mittig getroffen, sondern eher am Rand. Schaut euch das an, wie da die Packung zerfetzt wurde. Und die Kugel müsste hier in der zweiten Packung jetzt stecken. Okay, ich positioniere das nochmal richtig und dann machen wir einen zweiten Test mit den Gummigeschossen. Let's go! 3, 2, 1.
Das war ein perfekter Treffer, würde ich mal sagen. Da läuft die Soße raus. Ansonsten können wir jetzt schon sehen, das Eintrittsloch sieht ganz anders aus als bei der Metallkugel. Hier ist es einfach aufgerissen. Auf der anderen Seite ist die Kugel wieder rausgekommen. In die zweite Packung hat sie es auch noch reingeschafft, aber aus der zweiten Packung dann nicht mehr raus. Da können wir eine ganz leichte Delle sehen, aber die Kugel ist nicht rausgekommen. Also, wir konnten feststellen, dass die Aluminiumkugeln wie erwartet durchschlagskräftiger sind. Die HDP 50 ist übrigens in der 11 Joule Variante, also 11 Joule Power haben wir und puh, die Metallkugeln gefallen mir. Dann nehmen wir uns hier doch glatt den nächsten Kandidaten, Mr. Weißkohl. Der sieht schon ganz schön mitgenommen aus, der hat schon ein bisschen was durchgestanden. Mr. Weißkohl, bist du bereit? Na, dann verpasse ich dir mal ein schönes Einschussloch. 3, 2, 1. Wow, ey. Fast hätte ich nicht getroffen oder fast wäre es ein Streifschuss geworden. Wie ihr sehen könnt, ist es hier auf jeden Fall gut aufgerissen. Ich gucke mal, ob ich die Kugel rausfummeln kann. Schaut euch das an, da ist die Kugel. Hier ist sie eingedrungen, also das sind schon ein paar Zentimeter, Alter. Das gleiche machen wir jetzt noch mit dem Gummigeschoss. Auf die Plätze, fertig. Sehr schöner Treffer. So langsam komme ich wieder rein, habe schon echt lange nicht mehr geschossen. Was ich jetzt hier machen kann, ist, ich stecke hier einfach das Holzding rein und da fühle ich schon die Kugel. Und dann können wir das einfach so hier abmessen. So tief ist sie eingedrungen, plus Durchmesser der Kugel noch. Wenn wir das jetzt hier dran halten, die Sonne blendet, ey. Hab hier jetzt mal den Stock abgebrochen. Ich denke mal, so ist es am einfachsten ersichtlich. Linke Seite Gummigeschoss, rechte Seite Aluminiumkugel. Also Durchschlagskraft ist schon deutlich stärker, gerade wenn man auf so Sachen wie ein Weißkohl schießt, ey. Wir machen weiter mit dieser alten Konservendose hier. Mal gucken, ob wir es schaffen mit einer Stahlkugel. Da Durchschuss zu erzielen. Die CO2-Kartusche habe ich auch übrigens nicht gewechselt und ja, nach jedem Schuss nimmt halt ein bisschen die Leistung ab, aber ich denke, es sollte noch ausreichen, um jetzt die Dose abzuballern. Ich konzentriere mich. 3, 2, 1. Oh Mann, ich habe die Slow-Motion-Aufnahme verkackt. Das heißt, wir schießen noch mal schnell drauf. Komm. 3, 2, 1. Also, was haben wir hier? Wir haben hier ein schönes Einschussloch. Auf der anderen Seite genauso. Das hier ist vom ersten Schuss. Da ist es schon ordentlich aufgerissen. Kugel ist nicht ausgetreten. Wir drehen das Ganze jetzt so rum und wiederholen das Ganze nochmal mit einem Gummigeschoss. Bin gespannt, ob die Kugel eindringen wird. Aber gleich wissen wir es. Falls ich treffen sollte. Yo, schaut euch das an, ey. Ist nicht reingegangen, ist nur eine Delle drin. Ja, die Konservendose war ein richtig schöner Vergleich, finde ich. Richtig gut kann man da jetzt den Unterschied erkennen. Die sind einfach nicht so durchschlagskräftig, die Gummigeschosse. Die sind halt einfach aus Gummi. Was wir jetzt machen, ist die CO2-Kartusche wechseln, denn ich brauche volle Leistung für den nächsten und letzten Schadenstest. Und dann schießen wir mal in der Metallkugel aus einer etwas größeren Entfernung, so ungefähr vielleicht 10 Meter. Ich muss auf jeden Fall treffen. Wir schießen auf zwei schöne Wasserflaschen. Bin ich mal gespannt, wie die Kugel eindringen wird. Und ich denke mal, in der Slow-Motion-Aufnahme können wir dann auch ganz gut erkennen, was passieren wird halt. Falls ich hier die alte CO2-Kartusche mal rausbekommen sollte. Ich schieße mit einer Hand. Ich hoffe, das wird was. Muss hier nämlich noch gleichzeitig filmen, weil Aimi muss die Slow-Motion-Taste drücken. Aber ich bemühe mich. Auf die Plätze. Fertig. Ah, jawohl. Und war es ein Durchschuss? Hier haben wir auf jeden Fall ein Loch. Auf der anderen Seite. Oh, tatsächlich, die ist ausgedrungen. Die zweite Flasche ist aber noch ganz. Das bedeutet, durch eine Flasche geballert. Wow, Freunde, ich muss sagen, ich bin begeistert. War ein richtig schöner Test heute. Aluminiumkugeln sind auf jeden Fall geil. Also ich habe Lust auf mehr bekommen. Ich habe so auf gut Deutsch gesagt, Blut geleckt.
wie ein Vampir oder wie ein Blutekel oder wie eine Mücke. Na gut, die saugt ihr. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay.